Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Heute gibt es die Neuerscheinung für den September und leider gibt es ein paar Überschneidungen mit den Highlights. Das verlinke ich euch hier nochmal ganz kurz unter dem i und unten in der Infobox. Dann könnt ihr da einmal kurz vorbeigucken, ob denn auch was für euch dabei ist, also bei meinen Highlights, die dieses Jahr noch erscheinen. Und ansonsten zeige ich euch jetzt meine persönlichen Highlights aus dem September. Wie immer blende ich euch hier das Cover ein und hier unten alle weiteren Infos, heißt, was kostet es, wann erscheint es genau, wer hat es geschrieben, in welchem Verlag, wie viele Seiten und was ist es für ein Buch. Ist es ein Hardcover-Buch, also HC, ein Taschenbuch TB oder ein Paperback, also eine Klappbroschur PB. Genau, und jetzt starten wir einfach mal. Zuallererst haben wir das Buch von Lily Lucas, Find Me in Green Valley. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, die sich um die Welt von Green Valley und eben der New Beginnings heißt das erste Buch, dann gibt es noch New Horizon, New Dreams, New Chances, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es nicht noch eins gibt, das weiß ich leider nicht. Also eben um diese Reihe und es gibt so, ist es entweder eine Kurzgeschichte oder mehrere Kurzgeschichten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall finde ich das total süß. Schade finde ich, dass das Cover nicht ganz zu den anderen Covern passt. Moment, ich hole mal kurz Band 1. Also das hier ist Band 1 und das ist ja mehr so ein bisschen mit Blumen. Das passt nämlich zu der Reihe, in die dieses Buch hier gehört, und zwar sind das Sehnsuchtsmomente zum Dahinschmelzen. Das sind unterschiedliche Kurzgeschichten von unterschiedlichen Autoren, vermutlich zu anderen Welten. Das weiß ich nicht genau, aber dass es eben Kurzgeschichten sind. Und genau, Lily Lucas hat eben Find Me in Green Valley geschrieben. Deshalb lese ich da jetzt auch keinen Klappentext, weil das fände ich irgendwie doof. Das würde wahrscheinlich spoilern auf die Geschichte. Und falls euch das interessiert, prinzipiell würde ich euch sowieso empfehlen, falls ihr die Reihe noch nicht kennt, mit New Beginnings zu starten. So, und dann kommen wir auch schon zu einem meiner Highlights dieses Jahr, und zwar Nights, ein gefährliches Vermächtnis von Lena Kiefer. Hier geht es um Charlotte, und Charlotte hat eine Gabe, die sie versucht geheim zu halten. Denn sie weiß, wenn sie gefangen wird, bedeutet das den Untergang der Welt. Und es gibt jemand, der Jagd auf sie macht, plötzlich. Und deshalb versucht sie, ja, zu fliehen. Und dann passiert das, was sie jahrelang versucht hat zu verhindern, nämlich sie fällt einer Organisation in die Hände, die sich, Moment, The Knights of the Round Table nennen. Und zwar also Nachfahren der Ritter der Tafelrunde, also eben Arthur und seinem Gefolge, also King Arthur und seinem Gefolge irgendwie halt, in Verbindung stehen. Es sind Nachfahren, meiner Meinung nach. Und sie stolpert quasi über, nun, wie heißt er? Noel, und Noel ist quasi ein Nachfahre von Sir Lancelot. Genau, und der erweckt Gefühle in ihr und das löst vermutlich ein riesengroßes Chaos aus. Ich bin mega gespannt. Das Buch, weiß ich auch schon, wird bei mir einziehen und darauf freue ich mich unheimlich. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist der Cliffhanger. Nur ein bisschen. Dann erscheint der dritte Teil der Tiermagierin-Reihe aus dem KISS Verlag. Der erste Teil ist Schattentanz und dann haben wir noch Sturmseele und jetzt erscheint eben Scherbenthron. Genau, es geht um eine Tiermagierin, die geflohen ist aus der Tiermagierinnenwelt quasi, weil ihr etwas angehängt wurde, wofür sie sagt, sie ist nicht verantwortlich. Und dann gibt es eben Nock, der ein Assassine ist und er wird beauftragt, sie umzubringen. Sie heißt Lena. Genau. Eine super schöne, spannende Geschichte mit einer Welt, die so ein bisschen Pokémon und fantastische Tierwesen-Vibes hat mit ein bisschen Assassin's Creed. Mega gut und für alle Urban Fantasy Fans auf jeden Fall, nein, für alle High Fantasy Fans auf jeden Fall mal einen Blick wert, denn es spielt in einer Welt, die völlig fiktiv ist und ich mochte diese Tierwesen so gerne und ich bin mega gespannt auf den dritten und letzten Band. Da bin ich wirklich gespannt und ich hoffe sehr, dass der ein rundes Ende für diese Trilogie findet. Ich hoffe so sehr. Dann erscheint von einer, ja, auf YouTube recht bekannten Person, nämlich Maren Vivian Dance Into My World. Sie ist ja selber, ich glaube, sie hat angefangen mit Büchern und inzwischen macht sie ja viel so Serien, aber auch ein bisschen Bücher und hat jetzt eben auch eine
Trilogie geschrieben und Dance into My World ist der erste Band. Den habe ich tatsächlich signiert vorbestellt und ich bin so gespannt und ich freue mich so drauf. Genau, es ist eine New Adult-Reihe, die sich mit einer, ich glaube, Tanzschule. Es spielt, glaube ich, meiner Meinung nach nur in einer Tanzschule. Ja, genau. Die Reihe heißt auch Move District und erscheint im Blau Valley Verlag. Genau, und ich lese hier kurz den Klappentext, weil ich den nicht so besonders gut zusammenfassen kann, weil ich das einfach nur gekauft habe, weil ich machen gerne unterstützen möchte und weil ich natürlich die Thematik irgendwie cool fand mit der Tanzschule und New Adult und damit war ich eigentlich auch schon zufriedengestellt. Nicht so grandios, ich weiß, aber trotzdem. Okay, ich lese einfach mal vor. Jade hat ein schlimmes Jahr hinter sich und ist erleichtert, ihrer Heimatstadt den Rücken kehren zu können. In New York will sie einen Neuanfang wagen und heuert in einem Café an, wo sie schließlich Olivia kennenlernt. Jade fällt es schwer, sich auf die junge Tänzerin mit den blauen Haaren einzulassen. Sie lässt sich dann aber doch überreden, an einer Hip-Hop-Class im Move District Studio teilzunehmen, ohne zu ahnen, dass sie dabei auf Austin treffen wird. Der gut aussehende Tänzer ist zwar ein Sprücheklopfer, dabei aber sympathisch und witzig. Jade und Austin merken schnell, dass es zwischen ihnen knistert. Doch dann droht Jades Vergangenheit, sie wieder einzuholen. Natürlich haben wir hier so dieses typische Konstrukt, aber ich finde das mit dieser Tanzschule irgendwie ganz cool und stelle mir das ganz schön vor. Und bin schon sehr gespannt, was Maren hier gezaubert hat. Und dann erscheint ein Buch auch von einer Instagram-Bloggerin, worauf ich mich sehr freue. Vor allen Dingen, weil Lilly werde ich auf einer Lesung treffen in Stuttgart. Und zwar ist es City of Burning Wings, die Aschekriegerin. Da musste ich einmal kurz auf mein Handy gucken, weil die Homepage leider keinen Klappentext hergibt. Aber das ist ja kein Problem. Wir sind ja flexibel. Und das Coole an dem Buch ist, dass es auch einen Buchschnitt hat. Ich hoffe, dass ich das mit dem Buchschnitt auch hier einfügen kann, damit ihr das sehen könnt. Und zwar geht es um Folgendes. Eine Liebe zwischen Asche und Glut. Die junge Kriegerin May hat sich ihr Leben lang darauf vorbereitet, als Nachfolgerin des Königs den Aschethron zu besteigen. Sie ist die schnellste Himmelsstürmerin, die es in der fliegenden Stadt Elidor je gab. Doch als der König stirbt, taucht die Herrscherrune nicht bei ihr, sondern auf der Stirn des mysteriösen Geheimnishändlers Luan aus dem Elendsviertel auf. Und ausgerechnet May soll ihm helfen, mit seiner neu gewonnenen Macht umzugehen. Nur widerwillig fügt sie sich, bis ihr klar wird, dass nicht ihre beiden Leben vom Erfolg der Aufgabe abhängen, sondern die Zukunft von ganz Elidor. Ich finde es total spannend mit dieser Herrscherrune, dass es quasi ein Königshaus gibt, das anscheinend ja aber nicht direkt von der Blutlinie abhängig ist, sondern von magischen Zeichnungen, würde ich jetzt mal also von einer magischen Zeichnung oder einer magischen Gabe oder so. Das finde ich klingt ganz cool und deshalb bin ich mega gespannt auf dieses Buch. Wie gesagt, ich freue mich total. Es gibt eine Lesung mit Signierstunde und da werde ich auf jeden Fall dieses Buch einziehen lassen. Das ist schon safe. Also das werdet ihr im Neuzugänge-Video auf alle Fälle sehen und Dance into My World auch und Nights auch. Oh Gott. Am 27.09. erscheint dann The Match Pie Society. Also ihr seht ja gerade hier, wie man schreibt. Ich weiß nicht, wie man Match Pie ausspricht. Also außer so, wie ich es gerade tue. Der Untertitel, die nächste bist du, kann ich allerdings lesen. Und wir haben hier eine Internatsgeschichte. Yay! Und zwar geht es um Folgendes. Als die 17-jährige Audrey aus den USA neu auf das traditionsreiche britische Internat Illumen Hall kommt, ahnt sie nicht, was auf der Abschlussparty im letzten Sommer passiert ist. Die Leiche einer Schülerin wurde ans Ufer gespült. Ivy, mit der sie das Zimmer teilt, lässt Audrey deutlich spüren, dass sie es lieber für sich alleine hätte. Und damit nicht genug. Es war vorher das Zimmer des toten Mädchens Lola. Doch als ein mysteriöser Podcast behauptet, Lolas Tod sei kein Unfall gewesen, beginnen die beiden gegensätzlichen Mädchen gemeinsam Nachforschungen anzustellen. Denn offenbar ist ein Mörder auf freiem Fuß. Absolut meins. Ich glaube, ich lasse diese Neuerscheinungsvideos wieder. Das ist nicht gut für mich. Denn es kommt direkt das nächste Highlight hinterher. Und zwar Vergiss Mai nicht. Von Kerstin Gier. Mit so einem schicken blauen Buchschnitt. Und ich habe das ja bei der Buchhandlung Einzig und Artig bestellt.
Wenn ihr auf der Instagram-Seite von Kerstin Gier seid, da gibt es einen Post dazu, der auch auf die Buchhandlung verweist. Dort kann man quasi das Buch bestellen und zahlt dann eben ein bisschen mehr Porto, weil nicht nur das Buch dabei ist, sondern auch ein Überraschungspaket. Was genau das beinhaltet, weiß ich leider nicht. Aber natürlich als Kerstin Gier-Fan musste ich das haben. Und jetzt lese ich euch ganz kurz vor, um was es in dem Buch geht. Quinn ist cool, smart und beliebt. Mathilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasy-Romane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Nur, wem kann er sich anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Mathilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben. Ich liebe ja die Edelstein-Trilogie. Hier hinter mir seht ihr den Teil vom Schuber und auch den ersten Teil Rubinrot. Daher kommt ja auch ein bisschen mein Name. Also Ruby Red kommt von diesem Rubinrot und von der Haarfarbe. Und ja, ich bin so gespannt. Ich freue mich so und ich habe so ein bisschen Angst, weil ich mich so doll freue, dass ich enttäuscht werde. Wisst ihr, was ich meine? Dass die Vorfreude so unendlich groß ist, dass es nur schief gehen kann. Weil das Buch diese Erwartung niemals erfüllen könnte. Ich bin gespannt. Und jetzt hole ich mal schnell hinter mir noch ein Buch, damit ich den Klappentext konform vorlesen kann, weil ich das gerade nicht mehr so richtig ganz hundertprozentig zusammenkriege und keine Falschinfos und Spoilers rausrücken möchte. Moment. Und zwar erscheint nämlich der zweite Teil zu Tale of Magic. Das ist ja anscheinend die Vorgeschichte zu Land of Stories, wurde mir neulich erzählt. Ob das stimmt, weiß ich leider nicht. Gefährliches Halbwissen. Genau. Und da erscheint der zweite Band am 29.09. Ich mochte die Geschichte total gerne. Die war sehr, sehr süß. Und deswegen ist ja auch die Tale of Magic... Nein, nicht die Tale of Magic. Das ist ja die Land of Stories-Reihe eingezogen. Zumindest Band 1 bis 3. Genau. Und ich lese euch hier mal ganz kurz den Klappentext. Dann spoilere ich nämlich auf gar keinen Fall irgendwen. Bristol Evergreen liebt Bücher. Aber im südlichen Königreich, wo sie lebt, ist Lesen für sie verboten. Als sie trotzdem an ein geheimnisvolles Buch gerät, ändert sich ihr Leben für immer. Bristol erfährt, dass sie magische Fähigkeiten besitzt. Sie wird an einer geheimen Akademie aufgenommen, wo sie zusammen mit vielen anderen Schülern in guter Magie ausgebildet wird. Doch die magische Gemeinschaft kennt nicht nur gute, sondern auch böse Magie. Bristol, die zu Erstaunlichem bestimmt ist, findet sich mit ihren Freunden plötzlich inmitten eines Kampfes gegen finstere Hexenkraft wieder. Und nicht nur die Zukunft der Akademie ist in Gefahr, sondern das Schicksal der ganzen Welt. Eine ganz, ganz süße, tolle Geschichte, in der man auch als Erwachsener noch sowas mitnehmen kann. Und ich kann mir vorstellen, für Jugendliche oder junge Teenager ist es auf alle Fälle was. Und deshalb bin ich auch sehr auf den zweiten Band gespannt, der ja an diese Geschichte dann anschließt. Allerdings kann man den hier auch so für sich lesen. Das Ende fand ich sehr abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Folgeband dann ist. Ich vermute, meist ist ja so, dass der erste Band so ein bisschen okay kann man lesen. Und damit ist man dann so okay. Und die weiteren Bände sind dann definitiv so mit Cliffhangern. Ich bin gespannt. So, damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten Buch, das ich heute vorstellen möchte. Und zwar ist das The Lie in Your Kiss, die Hüter der 5 Jahreszeiten. Ich habe ja in meinem Highlights-Video, also die Bücher, die mich besonders dieses Jahr interessieren, erklärt, dass ich nicht weiß, was mit der 5. Jahreszeit gemeint ist. Es wurde dann unter anderem ja Fasching, also Karneval oder auch Fasnacht oder wie sagt man denn noch? Ja, ich glaube, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Genannt. Ich weiß nicht, ob es das ist. Man kann wohl genauer nachlesen auf der Homepage des Verlages. Das möchte ich aber nicht, weil das klang so ein bisschen in dem Kommentar, als würde man sich spoilern. Falls ihr das möchtet, dann dürft ihr das natürlich googeln. Ich mach's nicht. Ich versuche, stark zu bleiben. Ich finde irgendwie die Thematik in dem Buch sehr, sehr interessant. Es erinnert mich so ein bisschen an die vier Jahreszeiten, die Söhne der Gaia, glaube ich, so heißt das irgendwie. Erbsenhirn. Genau, also die
Jahreszeiten-Tetralogie von Jennifer Wolf. So, sagen wir es einfach mal so. Und jetzt lese ich euch kurz den Klappentext vor, damit ich nie noch mehr in irgendwelche Wortfindungsstörungen hineingerate. Da fällt mir schon das Tablet fast aus der Hand. Meine Güte, jetzt ist aber Zeit, dass dieses Video zu Ende geht. Als Blum zu einer Hüterin des Winters bestimmt wird, bricht ihr ganzes Leben über Nacht in sich zusammen. Denn obwohl sie zu einer der vier magischen Herrscherfamilien gehört, die seit Generationen den Kreislauf der Jahreszeiten aufrechterhalten, wollte Blum sich aus allem heraushalten und stattdessen weit weg studieren. Doch nun muss sie von Oslo nach Amsterdam fliegen, um das Amulett der Jahreszeiten an den Hüter des Frühlings zu übergeben. Sie ahnt nicht, dass diese eine Begegnung und ein einziger Kuss genügen werden, um nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Familie und die gesamte Welt, wie Blum sie kennt, in Gefahr zu bringen. Das ist wohl eine Dilogie oder eine Trilogie, da bin ich mir nicht ganz sicher. Den zweiten Band habe ich gefunden. Falls ich das inzwischen nochmal irgendwie rausfinde, schreibe ich es euch hier ganz kurz ins Video rein. Und genau, das waren meine, ich glaube, 9 Bücher waren es für den September. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher auf eurer Liste noch stehen, auf welche ihr euch besonders freut und auf welche ich euch aufmerksam gemacht habe. Und dann verabschiede ich mich mit einem, ja, fühlt euch gedrückt, einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend und bis zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben.